Mit einer breiten Diskussion von Philosophen, Wissenschaftlern und Touristikern zum Thema Heimatfremde Erde – Wem gehört Europa? Wurden die europäischen Toleranzgespräche 2019 in Villach eröffnet. Wir haben vielfältige Entwicklungen zu erwarten, weil sich ja auch ständig die Rahmenbedingungen ändern. Das heißt, im Tourismus ändert sich ständig was, das Reiseverhalten, die Angebote ändern sich und man muss sich halt auch da ständig an die Nachfrage anpassen, weil ja auch unterschiedliche Angebote immer zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, unsere Heimat, wie sie sich entwickelt, wird sich auch der Frage der Identität stellen müssen. Wer sind wir? Was haben wir zu bieten? Was haben wir für Ressourcen, die wir mitbringen? Wofür stehen wir? Wenn ich grundsätzlich mir Europa anschaue, dann haben wir in den letzten 20 Jahren massive Privatisierungen erlebt. Grundstücks, Bodenspekulationen, Kommodifizierung des öffentlichen Raums. Das heißt, immer mehr Menschen haben das Gefühl, alles passiert über ihren Kopf hinweg und sie können eigentlich nicht mehr mitgestalten. Ich bin Touristiker, deswegen denke ich immer zuerst an die Gäste, aber die Heimat ist natürlich nicht nur für die Gäste da, das ist Heimat auf Zeit. Wir haben immer mehr die eigentlichen Einwohner, einheimische Bürger im Fokus und versuchen einen Lebensraum zu bieten, weil die Interessen doch sehr gleich sind. Dem Tourismusforum im Holiday Inn folgte ein Empfang mit Landtagspräsident Reinhard Rohr, Kuratoriumspräsident Hannes Swoboda, Superintendent Manfred Sauer und BEN-Präsident Helmut A. Niederle. Das ist eine provokante Frage, aber auch eine herausfordernde Frage, weil wir Teil dieses Kontinents sind. Wir leben hier und die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass dieses faszinierende Projekt, Friedensprojekt, gefährdet ist und dass es Kräfte gibt, die versuchen, wieder die nationale Karte auszuspielen. Also insofern ist es vielleicht auch ein Weckruf, ein Mahnruf, für dieses Europa einzutreten und einzustehen. Ich sage, Europa gehört uns, weil Europa auch unsere Heimat ist, auch wenn es uns teilweise fremd ist. Aber Europa ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Erde. Wir sind nicht allein auf dieser Welt, aber wir sind auch nicht allein in diesem Europa. Und der Begriff angestammte Bevölkerung zählt halt wenig, weil wir alle in Bewegung sind. Aber wichtig ist, dass alle Menschen, die hier leben und arbeiten, das Gefühl haben, sie sind Teil dieser Gesellschaft und werden nicht ausgestoßen. Man könnte jetzt genauso provokant zurücksagen, Europa gehört mir. Man kann auch sagen, Europa gehört mir auch nicht. Wir sind ja, wie wir wissen, alle nur eine Zeit lang auf dieser Erde.